So, ich begrüße euch hier an dieser Stelle nicht, das mache ich später noch. Mein Anliegen ist es, euch mal so meine Gedankengänge zu einem vereinten Europa darzulegen, auch euch mal mitzunehmen zu meiner Einstellung gewissen Politikern und Menschen gegenüber. Das alles geschieht in mehreren Teilen, wie ihr zum Schluss des Videos sehen werdet. Sinn und Zweck dieser kleinen Serie ist es, ganz einfach eine Diskussion anzustoßen. Das darf man jetzt nicht unter dem politischen Aspekt sehen, sondern unter dem menschlichen, humanen Aspekt. Was ist denn wichtig? Und was ist es nicht? Was können wir verbessern? Welche Stimmen werden gehört? Was ist gerade jetzt in unserem Jahrzehnt angesagt? Und was nicht? Alles verändert sich und das geschieht rasend schnell. Und die Positionen gewisser Menschen zu gewissen Themen, die sind einmal so, im nächsten Augenblick wieder ganz anders. Und da fühlt man sich schon manchmal richtig verarscht. Aber wie gesagt, nehme ich euch mal mit in meine Gedankengänge. Und ihr könnt mir hinterher mal sagen, wie ihr dazu steht. Und nein, wir müssen nicht gleicher Meinung sein. Jede Meinung ist herzlich willkommen. Und weil wir vielleicht nicht gleicher Meinung sind, soll hier kein Streit entstehen. Keine Hassreden, kein Neid, kein Bullshit. Negativ will ich nicht. Wenn wir uns austauschen, dann auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt. Meine Anliegen sind eigentlich mit drei Worten gesagt. Friede, Freiheit, Sicherheit. Und das für uns alle. Lassen wir den Tanz beginnen. Ja, der Mann hat recht. Hallo Leute, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ich habe hier mein Handy in der Hand. Ja, Handy in der Hand. Das ist so die Handy-Generation, würde ich sagen. Gut, ich habe hier mein Handy in der Hand und ich habe gerade einen Speech, eine Rede gehört von Dominique de Villepin. Ich mochte diesen Dominique de Villepin eigentlich nie. Ich konnte mich mit seinen Ideen nie identifizieren. Dominique de Villepin, das wird euch jetzt nichts sagen. In Frankreich nennt man den DDV, Dominique de Villepin. Gut, er ist Diplomat, Schriftsteller, 53 in Marokko geboren und er ist tätig in den Reihen der UMP. UMP, das sind die Republikaner, also französischer Politiker. Und er war mal lange Zeit Premierminister von Frankreich. Und wie gesagt, mochte ich den Typ nie wirklich. Ich bin jetzt aber auf eine Rede von ihm gestoßen. Da hat er ein Interview gegeben mit Nouvelle d'Afrique. Und was er da sagt, da sage ich nur, Chapeau, Hut ab, wenn alle europäischen Politiker so denken würden und sich so äußern würden, dann gäbe es keinen Krieg, weil die Leute dann alles kapiert hätten. La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que... La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. Ich sage es nochmal. La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. Das heißt, die Anwendung von Gewalt kann die Sicherheit eines Volkes nicht garantieren oder wiederherstellen. Die Anwendung von Gewalt ist kein Garant für die Sicherheit eines Volkes. Und nochmal, was er da gesagt hat, absolut richtig. Absolut richtig in unserer Zeit. Das ist deeskalierend. Der hat das Essentielle erkannt. Und solche Politiker braucht man, die das Essentielle erkennen. Und was hat Dominique de Villepin da erkannt? Dass es nicht um irgendwelche Politiker geht, Religionsführer, irgendwelche übergeordneten Dinge oder Großmächte. Es geht allein und ausschließlich um die Sicherheit von einem Volk. Egal welches Volk, egal wo auf der Erde. Es geht ausschließlich um die Bürger und um das Volk. Und um die Sicherheit desselben oder derselben. Ni la force, ni la vengeance n'assure la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. Und da hat er was gesagt, was ihn für mich irgendwie unsterblich machen lässt. Was ihn für mich irgendwie einreiht in die wichtigsten Personen, die wir heute haben auf der Erde, ganz einfach. Auf Deutsch heißt das, weder die Anwendung von Gewalt noch irgendeine Rache oder ein Rachefeldzug kann den Frieden
oder die Sicherheit eines Volkes herstellen oder dafür garantieren. Was die Sicherheit eines Volkes garantiert oder herstellt, das ist die Anwendung der Justiz, der Gerechtigkeit. Dominik de Villepin, Chapeau, Chapeau. Ich habe mich also zu Beginn in Dominik de Villepin getäuscht. Ja, und er hat mich damit diese Aussage korrigiert und überrumpelt und ja, in die Schranken verwiesen. Muss ich sagen, gut, das ist gut für mich, für meinen Werdegang. Das heißt, ich kann umdenken. Ich bin nicht auf meine ursprünglichen Meinungen, ich hocke da nicht drauf. Ich kann mich ändern und das ist gut. Ich habe mich schon oft getäuscht im Politiker. Ich habe mich schon oft getäuscht in irgendwelchen Menschen, die hohe Ämter innehaben. Zum Beispiel unser lieber Donald. Ihr wisst alle, wen ich meine. Nachnamen braucht hier nicht erwähnt werden. Unser lieber Donald, United States of America. Den fand ich früher wirklich zum Kotzen. Den fand ich früher zum Kotzen. Für mich war das ein Übel. Ein Übel. Ein Reicher, der noch reicher werden wollte, der nur seine Geschäfte im Kopf hat und der das Volk abzockt. Und so weiter und so fort. Aber inzwischen bin ich weg von der Idee. Inzwischen hat der gute Mann, der Donald, hat mich eines Besseren belehrt. Und wie hat er das gemacht? Ganz einfach. Seit der Charlie-Sache 2019. Da hat der Mann die richtigen Ansätze, die richtigen Leitideen im Kopf. Und sicher hat er auch seine Motive, die ihn da ein bisschen in irgendwelche Spekulationen, Ideen und politischen Ansichten drängen. Ganz klar. Ist ein Geschäftsmann. Wird er auch nie ablegen können. Aber ich bin sicher, dass wäre Donald heute Präsident, da wäre vieles innerhalb der letzten 4 Jahre ganz einfach anders gelaufen. Und da, wie gesagt, musste ich mich korrigieren. Ja, Mr. America First, der hat mich da belehrt. Und der Denkansatz, den er hatte, America First, ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Fand ich damals auch zum Kotzen. Aber heute habe ich umgedacht. Ich finde es heute saugut, dass es Politiker gibt, die sagen, unsere Nation zuerst und dann die anderen. Was nicht heißt, dass wir die anderen irgendwie unterdrücken, dass wir die anderen unwahrscheinlich benachteiligen oder dass wir die anderen, ja, nicht tolerieren. Aber ein Politiker, wenn er verantwortlich ist für sein Land, wenn er eine größere Position hat, Präsident, Kanzler, Außenminister, Innenminister, was ihr wollt, diese Kategorie von Ministern oder Präsidenten oder Kanzlern, die sollte in ihrem Kopf haben, unser Volk zuerst. Das Wohl unserer Leute, das Wohl meiner Leute, für die ich verantwortlich bin. Die haben ja auch einen Staatseid geleistet. Genau diesbezüglich. Und das ist wichtig. Und wenn es jetzt bei uns in Europa, verschiedenen Ländern, Europa ist ja im Augenblick obsolet, würde ich sagen. Die sind sich ja gar nicht einig. Aber wenn wir heute mal reinschauen in die Länder Europas, die haben doch gar keine Identität mehr. Die leben für die Belange anderer Völker und Staaten. Ja? Die leben für die Wünsche einiger Supermächte. Und so viele Supermächte gibt's da nicht. Ihr wisst, wen ich meine. Ja? Warum macht Europa oder warum machen die Länder eine Sache, nenne es Krise, Krieg oder Konflikt, zu ihrer Sache, wenn sie doch mit den Konfliktparteien eigentlich de facto gar nichts zu tun haben. Weder einen Pakt haben, noch ein Abkommen haben, noch eine besondere Verpflichtung haben. Das ist doch vorbei, ist doch aus, Game over, bringt doch nichts mehr. Ja? Und die Verpflichtungen, die Jahrzehnte zurückliegen, wo wir denken, jetzt müssen wir doch. Nein, das ist doch nicht mehr unsere Generation. Ja? Was irgendwann mal passiert ist, vor 60, 70, 80, 100, 120 Jahren, das ist doch nicht mehr unsere Schuld, das ist doch nicht mehr unsere Verpflichtung. Ich kann doch nicht sagen, weil 1870 oder 71, wie Frankreich im Krieg war mit den Preußen, aus diesem Grund heraus muss ich jetzt das und das und das und das so und so und so machen. Nein, die Zeiten haben sich doch geändert. Wir leben doch ein neues Zeitalter. Wir müssen doch nach vorne schauen und nicht zurück. Ist doch Blödsinn. Ja, ich muss mich doch nicht mehr anlehnen an Dingen, die Bismarck mal beschlossen hat. Oder Fritz der Große, Friedrich der Große. Oder was weiß ich, Tod und Teufel. Ja, das ist doch vorbei. Nach vorne denken. Wir haben ein Volk, wir wollen ein geiles Leben, wir denken nach vorne. Und die alten Fesseln von früher, weg damit. Bullshit, brauchen wir nicht. That's the point. Und dann haben wir noch eine Politikerin, den Namen nenne ich hier auch nicht. Das ist die Alice. Die Alice. Nein, nicht die französische Sängerin. Wenn ich mal zurückgehe in die Zeit vor der Charlie-Sache. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Gänsehaut, aber in dem Sinn, jetzt muss ich gleich auf die Toilette mal kotzen.
Ich habe die nicht gemocht. Jedes Mal, wenn ich die irgendwo gesehen habe oder gehört habe, habe ich weggeknipst. Ich konnte die zum Teufel nicht hören oder sehen. Never. Und dann kam irgendwann die Charlie-Sache. Ihr wisst, von was ich rede. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und jetzt haben wir den Nahostkonflikt. Und zu all diesen Punkten, da hat die Alice, ich nenne sie mal Alice, den Kopf da, wo er hingehört. Und da kann ich auch nur sagen, geil. Dieses Mädchen wäre eigentlich mein Bundeskanzler. Weil sie es einfach drauf hat. Weil sie es essentielle sieht und weil sie, so wie ich denke, für ihre Bürger da wäre. Unser Land first. Wir zuerst und dann die anderen, ohne die anderen irgendwie zu benachteiligen. Das ist eine Kunst, die muss man können. Das ist eine Gratwanderung. Aber mit den richtigen Leuten auf den richtigen Stellen, dann kann diese Gratwanderung ein Erfolg werden. Da glaube ich dran. Ja? Turning around, round, round. Following my feelings, crazing out of bound. Searching brothers in arms. Turning round, round, round. Following my feelings, crazing out of bound. Here we are, here you are, here I am moving towards invincibility. Searching for a no man's land. Fighting, praying, celebrating victories. Turning round, round, round. Do it with real sound. Following my feelings, crazing, out of bound, out of bound, out of bound.